Am zweiten Tag in meinem Kreativkurs für Kinder basteln wir eine Giraffe aus Tontöpfen. Und dafür musste ich natürlich im Voraus wieder einiges für die Kinder vorbereiten. Als erstes habe ich die ganzen Holzstäbe für die Beine, den Hals und die Hörner zugeschnitten. Und dann schon mal mit Sekundenkleber alles zusammengeklebt, dass wenn die Kinder kommen, alles bombenfest klebt und hoffentlich nichts auseinanderbricht. Ich bin echt schon gespannt, ob sich die Kinder heute wieder so richtig austoben wie an Tag 1. Glaubt mir, am Ende hatte jedes Kind ein anderes Kunstwerk, obwohl wir alle das gleiche Motiv gemalt haben. Unten an die Holzstäbe kommen jetzt natürlich noch die Hufe der Giraffen. Das sind ganz einfach kleine Blumentöpfe. Erde wird natürlich auch vorbereitet, denn wir pflanzen dort dann gemeinsam Kresse an. Das können die Kinder dann zu Hause fleißig gießen und beim Wachsen zusehen. Jetzt bereite ich den Tisch vor. Jedes Kind bekommt die Einzelteile auf den Platz gestellt und ich erkläre dann Schritt für Schritt, wie wir es bemalen und zusammenbauen. Dafür brauchen wir dann natürlich auch Wasserbecher, Pinsel, Stifte und Farben. Ich würde sagen, es ist alles vorbereitet, dann können die Kinder wieder kommen und sich in den nächsten 3 Stunden kreativ austoben. Wollt ihr auch eine Anleitung haben, wie man diese coole Giraffe bastelt?